SBT Section, it's Shisha Time. Servus, liebe Shisha-Freunde, Shisha-Warentester B2B meldet sich zurück zu einem neuen Video. Und Freunde, heute ist natürlich wieder wahrhaftige Betonierungszeit und ich brauche nichts mehr zu sagen, ihr hört es, Freunde. Die Dampflok ist an. Ja, und heute gibt es ein Video, mit dem ich selber gar nicht gerechnet habe. Ich habe zufällig einfach mal wieder ein bisschen im Internet rumgestöbert und bin da zu einem meiner Lieblingstabakhersteller gestolpert. Und habe dort eine Tabaksorte gefunden, die es erst seit ganz kurzer Zeit wohl dort zu kaufen gibt, denn vorher habe ich sie noch nie gesehen. Und um die geht's heute, Freunde, nämlich um Maridan Tobacco Cola. Und ja, Cola ist auf jeden Fall ein besonderer Geschmack, denn ihn gibt es zwar schon öfters, aber nicht so viel wie zum Beispiel Standardsorten, Doppelapfeltraube, Minze oder ähnliches. Und da muss man schon schauen, dass man da was Gutes bekommt. Und da habe ich mir gedacht, okay, das holen wir uns definitiv mal, weil Maridan hat mich bis jetzt noch nie enttäuscht. Und aus diesem Grund habe ich mir hier mal eine 150 Gramm Dose geholt. Ich zeige euch mal die OVP. Hier Cola. Einmal ganz schlicht in Silber draufgedruckt, hier das Maridan-Logo obendrauf und die üblichen Warnhinweise sind ebenfalls mit dabei. Steuersiegel ist natürlich auch mit drauf, dazu kommen wir aber während des Videos dann nochmal. Wenn man ihn aufmacht, hat man hier noch ein frisches Siegel, abmachen und Tabak einmal genauer anschauen, Freunde. Und der Tabak ist Maridan-like wirklich sehr, sehr gut, hat einen sehr feinen Schnitt, der ist zwischen normal und fein eingeordnet und die Feuchtigkeit ist perfekt. Nicht zu feucht, nicht zu trocken, genau richtig. Also das geht auf jeden Fall schon mal klar. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ist es denn ein reiner Cola-Tabak oder ist das denn eine Mischung? Und ich habe direkt bei Maridan geschaut, habe ich nichts drunter gefunden, habe bei 4 oder 5 verschiedenen anderen Herstellern bzw. Shops nachgeschaut und habe dort einmal geguckt, haben denn die etwas reingeschrieben und alle schreiben nur Cola. Ja, also es soll nur Cola sein. Dann habe ich den Kopf gebaut, habe mal dran gerochen und da ist mir aufgefallen, das ist wirklich eine geile Cola-Note. Ich kenne zwar schon viele Tabake, die mit Cola involviert sind, sage ich jetzt mal, wo aber Cola-Aroma verwendet worden ist, aber dieses Aroma bzw. der Geruch hat mich nicht nur an Cola erinnert, weil hier ist definitiv, und da lege ich meine Hand ins Feuer, was anderes noch drin. Und zwar, ich würde jetzt eher sagen, da ist noch eine Art Limette drin, habe ich gesagt, als ich das zum ersten Mal gerochen habe. Meine Freundin hat gesagt, da ist noch Minze mit drin. Sage ich Minze? Die riecht eigentlich ein bisschen penetranter, sage ich jetzt mal. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt probieren wir das Ganze einfach mal. Genau das gleiche machen wir jetzt hier natürlich auch. Gebaut habe ich das Ganze in der Envy Reflection. Und SWT-Section, meine Zuschauer, die wissen, okay, die Pfeife hat er ja noch gar nie gezeigt. Stimmt, die seht ihr jetzt hier im Prinzip während des Betriebes so zum allerersten Mal. Klar, es gab noch das Messevideo kurz vorher, aber das zähle ich jetzt mal nicht zu einem Review. Und die Pfeife habe ich tatsächlich noch nicht vorgestellt. Das ist quasi ein kleines Preview hier. Die wird am Wochenende diese Woche noch vorgestellt, Freunde. Also wer sich für die kleine Envy Reflection interessiert, sollte auf jeden Fall am Wochenende nochmal reinschauen. Da stelle ich euch die Pfeife genauer vor. Heute geht es, wie gesagt, um den Cola-Tabak. Und ja, jetzt probieren wir das Ganze einfach mal. Gebaut habe ich das wie immer dreiviertel voll im Saphir Squeeze Number 9. Und Smokebox habe ich oben drauf mit 2 Zocomo-Kohlen und alles locker flockig reingefüllt. Ja, und das Ganze probieren wir jetzt mal. Im SBT-Setup sollte das Ganze auf jeden Fall laufen. Schauen wir mal. Und der läuft locker geschmeidig. Gar keinen Drücken, kein Kratzen. Ist wirklich ein sehr, sehr zahmer Tabak, sage ich jetzt mal. Er zickt nicht rum, macht das, was er soll. Einfach nur intensiv schmecken und das tut er definitiv. Ja, Freunde, und als ich dann zum ersten Mal die Probe geraucht habe, dachte ich mir auch, das ist nicht nur Cola. Das schmeckt zwar richtig geil nach Cola, aber da ist was anderes noch mit drinnen. Und habe ich dann eben probiert und probiert. Und dann bin ich dann auf jeden Fall zu einem Entschluss gekommen, was da alles drin sein soll, Freunde. Und ich habe gesagt, da ist definitiv noch
eine Limette oder eine Zitrone in der Richtung mit drinnen, plus eben das Cola-Aroma. Und was anderes, was das Ganze noch ein bisschen süß macht, Freunde. Und meine Freundin hat auch gemeint, ja, da muss was anderes noch mit drin sein. Das ist definitiv keine pure Cola-Note. Und dann habe ich einfach den schlausten und einfachsten Weg genommen und habe dann einfach mal den Hersteller direkt gefragt. Liebe Grüße gehen raus an dich, Marius. Und er hat gesagt, gut erkannt, gute Geschmacksnerven. Da ist nicht nur Cola drin, sondern es ist auch eine Limette mit dabei, was ich gleich rausgeschmeckt habe. Und auch eine Minze, aber eine extrem süße Minze wurde da genommen und keine richtig erfrischende Minze. Und das ist eben das, was ich mir gedacht habe, hey, da ist doch noch irgendwas anderes mit drin, außer Cola und Limette, Zitrone, so in die Richtung. Und ja, es ist eine relativ süße Minznote, die nicht so weit verbreitet ist auf dem deutschen Markt. Und die passt hier aber perfekt rein. Eine normale Minznote hätte das Ganze einfach unnötig kühl gemacht. Und das gehört, finde ich, hier in einen Cola-Tabak nicht wirklich rein. Und die Mischung zwischen süßer Minze, Limette und eben auch der richtig gut getroffenen Cola-Note macht dem Ganzen wirklich eine perfekte Umrundung. Also das passt wirklich, das schmeckt einfach nur geil. Solltet ihr definitiv mal probieren, wenn ihr Cola-Fans seid. Es ist zwar kein purer Cola-Tabak, aber ich finde, die Mischung gab es so in der Konstellation noch gar nicht auf dem Markt. Und das ist definitiv eine Bereicherung. Und da hat Mari dann wieder mal was rausgehauen, was auch sich bewähren wird auf dem Markt. Denn der Tabak, der kann definitiv was. Ist ein richtig, richtig geiler Cola-Tabak, Freunde. Also ich kann ihn euch nur wärmstens weiterempfehlen. Ist ein richtig guter Tabak. Ja, das Einzige, was bei Maridan schon immer ein bisschen sauer aufgestoßen ist im Prinzip der Preis, denn wir haben hier einen Preis von 14,90 Euro für 150 Gramm. So viel zahlt man im Normalfall vielleicht für 200 Gramm und hier haben wir eben, wie gesagt, 150 Gramm für 14,90 Euro, was natürlich den Preis ein bisschen nach oben treibt, was ein bisschen negativ rauskommt eben, aber ich finde, der Preis ist für den Tabak definitiv gerechtfertigt und ist gut. Wenn man das Ganze aufs Kilo hochrechnet, sind wir hier bei knapp 100 Euro. Man kann sich aber auch das Kilo holen, wenn man jetzt so ein richtiger Cola-Fan ist zum Beispiel und sich mal die 150 Gramm Dose gekauft hat und sagt, okay, den brauche ich definitiv in einem größeren Gebinde, gibt es das Ganze für 79 Euro auch im Kilo und dann ist das runtergerechnet wieder ein günstiger Preis. Also von daher kann man sich das Ganze ja zum Probieren mal holen für 14,90 und wenn man dann sagt, okay, das ist definitiv meins und das teile ich eventuell noch mit zwei, drei Kumpels oder so, dann kann man sich definitiv das Kilo gönnen. Und ja, also, dann haben wir eigentlich definitiv alles schon mal genannt. Die neueste Sorte aus dem Hause Maridan bekommt von mir eine Probierempfehlung. Und zum Schluss schauen wir uns natürlich wie immer noch die Pro- und Kontraliste an. Da hätten wir bei Pro den Schnitt sowie die Feuchtigkeit und das gute Mischungsverhältnis. Der Geschmack sowie die Intensität und die Rauchentwicklung. Bei Neutral habe ich natürlich dann hier logischerweise einen Punkt und das ist nämlich der Preis. Weil wie schon gesagt, 14,90 für 150 Gramm ist meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch. Deswegen ist das Ganze hier bei Neutral. Genau, Freunde, und dann haben wir es für heute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wie gesagt, schaltet auf jeden Fall am Wochenende ein, denn dort stelle ich euch dann, wie gesagt, die Invi Reflection Shisha vor. Und bis dahin sage ich, macht es gut. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es mit eurem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren könnt ihr direkt hier bei mir. Zum letzten Video geht es hier drüben bei der Invi Reflection. Und in der Mitte geht es zum Shisha World Partner Shoplink. Dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal und Servus.